Was für ein Zufall, dass wir uns hier zufällig getroffen haben in der U-Bahn. Soll ich dir von ein paar Cartoons erzählen, die demnächst rauskommen werden? Hi, ich habe gehört, hier gibt's Indie-Cartoons. Hier gibt's alle Arten von Cartoons. Dann bleibe ich hier. Ich müsste eigentlich eben schon aussteigen, aber ich bleib jetzt hier. Das ist der Cartoon Schwarzhandel des Stark in der U-Bahn. Hier, überall Burning Series, überall, auf jedem Endgerät. Und dazwischen sitzt ein alter Mann mit der Nase in der Zeitung, der sagt, diese Kinder von heute reden gar nicht mehr miteinander. Hi. Ja, das Angebot von Burning Series ist einfach zu prickelnd. Wir sollten nicht zu viel Werbung dafür machen. Hi, es ist wieder ein nicer Tag, um rauszufinden, was in der Cartoon-Welt gerade abgeht. Und wir hatten ja eine kleine Pause gemacht, weil erst hatte ich Corona und dann habe ich nicht aufgehört, Corona zu haben. Das war ziemlich nervig. Jetzt sind wir zurück. Und dementsprechend haben sich viele Themen angestaut, die besprochen werden wollen. Die sehnen sich davon, da von uns durchgekaut zu werden. Und wir fangen mit dem Thema, ihr seht es auf dem Bildschirm, wir fangen mit dem Thema an, auf das ich am meisten gehypt bin. Und zwar, wir reden über Bob's Burgers. Ah, wundervolle Serie, nicht wahr? Es kommt ein Bob's Burgers-Film, Leute. Ihr habt davon wahrscheinlich durch mein großartiges Top 10 hoffentlich bald erscheinende Cartoons-Videos schon erfahren. Der ist nicht hoffentlich, der kommt im Mai, meine ich, raus? Irgendwann im... Ja, voraussichtlich Mai. Voraussichtlich Mai. Hoffentlich direkt auch auf Disney Plus, da muss ich nicht ins Kino gehen. Obwohl, ich würde es auch gerne im Kino sehen. Es hat schon Style. Hoffen wir, dass es die Corona-Lage bis dahin sich nicht wieder verschlechtert. Und, Salo, erzähl doch mal, wie hast du Bob's Burgers kennengelernt? Also Bob's Burgers war für mich immer einfach nur so eine Serie, die mir Netflix... Ich glaube, die gab es auf Netflix vorher, oder? Ja, war sie. Genau, Netflix hat mir die immer vorgeschlagen, aber ich fand den Artstyle katastrophal. Genau wie dieses Big Mouth oder Bojack Horseman. Das sind so Sachen, die ich nie gesehen habe, weil ich den Artstyle zu schäbig fand. Zwei von den drei Serien, die du gerade genannt hast, sollte man gesehen haben eigentlich. Ja, Bojack Horseman wahrscheinlich, oder? Ja, nicht Big Mouth. Ja, okay. Genau, dann hast du mich angeschrieben und gefragt, ob ich schon mal was von der Serie gehört hätte. Und hast mir ein, zwei Folgen rausgesucht, die ich mir doch bitte angucken soll. Ich habe dir sechs Folgen rausgesucht. Das ist eine ausgezeichnete Auswahl. Wenn ihr sie auch haben wollt, schicke ich sie euch auch nochmal auf Discord. Also ich habe eine gute Auswahl zusammengestellt, wenn man neu ist und einfach mal ein paar Folgen sehen möchte, um reinzukommen. Genau, und der Auswahl habe ich mich gewidmet. Und ich bin Fan. Ich bin Fan der Serie, der Artstyle, ich finde ihn gar nicht mehr schlimm. Der ist natürlich immer noch super eigen, aber der ist cool. Und ich finde, der Humor, der trifft so gut auf meinen Humor. Ich bin Fan. Und ich freue mich auch voll auf den Film. Ich habe mir den Trailer eben nochmal angeguckt und dann erst realisiert, dass es gar kein Streaming-Film wird, sondern einfach ein Kinofilm. Und dass Cartoons es mal ins Kino schaffen, ist ja auch nicht oft der Fall. Die Simpsons und South Park, meine ich, haben es damals geschafft. Genau, die Simpsons auf jeden Fall. South Park war doch das mit den beiden Kanadier-Stars, ne? Ja. Du kennst dich da doch aus. Ja. Genau. Mega, mega Serie. Ich freue mich, dass es dir gefällt. Ja, der Artstyle von dem, beziehungsweise nicht der Artstyle, sondern irgendwas hat der Film, was die Serie nicht hat, von der Optik. Ich finde, der hat nochmal mehr Farbe. Ja, mehr Schattierung. Mehr Schattierung und alles. Das ist man aber auch gewöhnt. Das war damals beim Simpsons-Film genau dasselbe gewesen. Mhm. Stimmt. Das war aber nee, ich bin großer Fan. Inzwischen ein bisschen schlechter gealtert, aber es ist nice. Es ist eine Sache, die vor allen Dingen, du meinst jetzt auch so 2D-Animation. Kriegen wir auch selten im Kino, wenn es kein Anime ist. Wenn es jetzt nicht unbedingt Dragon Ball ist oder was hat noch einen Kinofilm bekommen? Ja, und selbst die Animes laufen ja nur in so Specials. Ja, das habe ich nie auch nicht regulär. Das habe ich nie verstanden. Warum laufen die immer nur so 3 Tage die Woche oder so? Die könnten so viel. Die würden genug Weeps ins Kino bekommen. Ja, total. Your Name lief damals, glaube ich, in 4 ausgewählten Kinos oder so. Ich hab den und Weathering Review, gesehen. Nee, ich auch nicht. Ich habe den Blu-ray sofort gekauft. Und Weathering Review, der Nachfolger, da konnte ich mir noch Kinokarten sichern. Das war richtig cool damals.
Ich hab, aber ich umso cooler. Ich kenne das aber auch noch von so Special-Premieren. Ich hab einen gesehen, da ging es irgendwie um so, sind so Löcher in der Realität aufgetaucht und dann sind Pinguine aufgetaucht und haben die repariert. Ich weiß nicht. Ah ja, die Pinguine aus Madagaskar, das war eine Sache. Das war, ich meine nicht die Pinguine aus Madagaskar. ja, BoJack ist eine gute Serie. Könnte auch noch einen Film vertragen. Das wäre es doch, ein BoJack-Film. Weil die Serie wurde ein bisschen früh abgebrochen. Aber eine Realverfilmung wollen wir da doch, oder? Ja, mit einem Typen im Pferdekostüm, genau. Ja, richtig. Ah ja, kommen wir ein bisschen auf Bob's Burger zu sprechen. Wir haben den ersten Trailer bekommen Mitte Januar. Und ihr seht schon ein bisschen Bildmaterial ja die ganze Zeit hier durch den Hintergrund flimmern. Und es ist halt wieder einer dieser Trailer, was ich sehr mag. Du kannst den Plot nicht wirklich vorhersehen. Weil, Es sind eigentlich nur random Szenen und die Hälfte davon sind Traumsequenzen, weil ich weiß, weil die Serie ist relativ gefestigt in der Realität, sage ich mal. Also ist jetzt nicht so abgespaced wie die Simpsons, Family Guy, American Dad, da kann ich plötzlich Bob aus der Zukunft kommen. Also der Großteil davon sind vermutlich irgendwelche Traumsequenzen oder so. Zum Beispiel als die Szene mit dem Roboter oder Jimmy Jr., der auf einem Pferd reitet und seine Hose auszieht. Ich weiß nicht, hatte ich dir eine Folge gegeben, wo Jimmy Jr. vorkommt? Ja, das war der Geburtstag von Das ist eine sehr gute Folge. Die ist super, die Folge. Ich kann mir die Namen noch nicht ganz einprägen. Die Autistentochter. Du kannst ja jetzt die ganze Serie nochmal entspannt schauen, bevor der Film rauskommt. Hast du erstmal genau. 11 Staffeln vor dir. Auf jeden Fall, ja. Die hat enorm viele Staffeln, die Folge, die Serie. Das habe ich gar nicht gedacht. Ja, die läuft relativ aktiv. Ich bin auch sehr großer Fan. Wie gesagt, ich finde die Charaktere super nah, aber ich finde den Humor großartig. Ich finde es nicht super, wenn irgendwelche Leute auf Twitter schreiben, dass die Serie kacke ist, ohne es zu begründen. Aber das ist ein anderes Thema. Da habe ich neulich noch einen Tweet gesehen. Meine Twitter-Beefs gehen hier niemandem was an. Aber Ricky, ich bin enttäuscht von dir, wenn du das hier siehst. Ich bin enttäuscht. Stimmt, Ricky war das. Ich habe es auch gesehen, ja. Natürlich, ich habe darauf geantwortet. Ich habe ihn widerlegt. Ja. Aber solltest mehr Bob's Burgers gucken, Apfelo. Und wir können ein paar. Ich habe ja den Trailer nochmal Tiefenanalyse betrieben, als ich die Screenshots rausgesucht habe. Und auf jeden Fall haben wir Felix Fischöder. Kennst du aus den Strandkrieg-Folgen? Da ist er ja komplett durchgedreht. Das ist der Bruder von. Genau. Die Fischöder sind sowieso Exzentriker. Und Felix trägt irgendwie die ganze Zeit diese seltsame Kapitänsuniform in allen Szenen, wo er dabei ist. Und dann sieht ihr, dann gibt es natürlich die Szene, wo er vor dem Spiegel steht und la 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 sagt. Ich meine, das ist eine gute Stelle aus dem Trailer. Und ich für meinen Teil glaube, dass der Plot sehr eng mit dem Wonderwolf verbunden ist. Weil man hat auch diese gesehen, wie die in dieser Siedlung, wie die Kinder in dieser Siedlung aus Wohnwagen herumschleichen. Und das wirkte sehr, die Personen, die da rumstanden, wirkten sehr wie Mitarbeiter des, wie Schausteller. Mitarbeiter des Jahrmarktes. Ja, das, was jetzt auf dem Bildschirm ist, ist zum Beispiel Traumsequenz, meiner Meinung nach. Sehr hart dann heraus. Ah ja, und aus irgendeinem Grund ist ein riesiges Loch da. Ja, woran machst du das fest? Es könnte doch theoretisch voll so ein Film stattfinden. Du meinst die Band-Szene? Ja, die Band gibt's auch in der Serie. In der Serie gab es schon mal eine Folge, wo die aufgetaucht sind. Und da war es auch eine Traumsequenz. Und aus irgendeinem Grund scheint da ein riesiges Loch in der Mitte der Ocean Avenue zu sein, wo die rein möchten. Wir erinnern uns, da war schon mal eins, als sie sich dem Hai zur Wehr gesetzt haben. Die Folge hast du noch nicht gesehen. Wird dir gefallen, gilt als eine der besten. Und irgendwie scheint. Wonderwolf hat ja auch irgendwie Neueröffnung. Das ist ja auch die dafür kaufen sie auch ihre Burger zu Beginn. Es wird ein fantastisches Abenteuer. Ich freue mich richtig drauf. Ist dir im Trailer noch was aufgefallen? Ah, das ist wieder Mr. Fischöder, der dem Poseidon an die Nippel fasst. Ich erinnere mich. Nee, ich glaube, dafür bin ich noch zu frisch in der Serie drin, um auch die Anspielungen etc. Daraus zu erkennen. Ja. Ich finde, der Trailer hat nur, der war überladen und einfach voll mit nice Momenten. Ich glaube, der Film könnte richtig cool werden. Auf eine gute Art überladen. Eine gute Art überladen, ja. So eine Art überladen, wie man sein möchte, wenn man sowas schaut.
Ja, die Charaktere sind einfach super geschrieben. Ich mag die, die sind mir alle echt sympathisch. Und mir ist, wie gesagt, schon dieser andere Artstyle, dieser Kinofilm-Artstyle aufgefallen, der mir echt gefallen hat. Aber das ist die. Ja, okay. Ja, nee, du hast recht. Ja, ich bin gespannt. Es freut mich, dass du gespannt bist. Ich hab auch sehr viel Bock drauf. Es ist, worauf ich nochmal hinaus möchte, man hat ja zwischendurch, da du gerade von Anspielungen sprachst, man hat ja auch die Szene gesehen, wo Luis sich an diesem, an dieser Seilbahn da festkrallt. Mhm. Das war sehr offensichtlich Felix Baumhaus, weil Mr. Fischöder hat Felix aus dem Haupthaus verbannt, der wohnt jetzt im Baumhaus. Mhm. Er hat einen Katapult, mit dem er seine dreckige Wäsche zum Haupthaus befördert. Anscheinend hat er auch einen Essensaufzug. Und Sergeant Bosco ist auch da. Und das scheint dieselbe Absperrung zu sein. Aus irgendeinem Grund wird es ein riesiges Loch in der Mitte der Ocean Avenue geben. Das wird ein wichtiger Plotpunkt sein. Und da sieht man nochmal die Schaustelle, die ich vorhin angesprochen habe. Das ist ja auch dieses Spiel mit den Entchen. Man weiß wenig, aber ich habe richtig Lust auf den Film, weil ich vertraue der Serie. Ich liebe die Serie und dementsprechend hoffe ich, dass der Film gut wird. Weil selbst wenn es nur eine überlange Episode der Serie ist, bin ich glücklich, weil ich die Serie mag. Du hast jetzt und ihr habt alle eine Menge Serie, die ihr schauen könnt. Guten Abend, 21-Gamerin Ela. Hallo, guten Abend. Ja, ich habe auch Bock und bis Ende Mai kriege ich die Serie auch auf jeden Fall durchgeschaut. Und gerade weil solche Filme und solche Cartoons so selten auf die ganz große Leinwand schaffen, habe ich umso mehr Bock, mir den reinzuziehen. Ich glaube aber, ich weiß nicht, hast du ein Hast du ein Gefühl, wie erfolgreich die Serie ist? Ist schon relativ beliebt. Es hat halt einen Softspot, weil es in den USA zwischen den Simpsons und Family Guy immer läuft. Entsprechend dann wurden die Leute dadurch. Ich höre leider von vielen, dass der Artstyle sie abschreckt, was ich absolut nicht als Argument sehen lasse, weil das einfach nur Gewöhnungssache ist. An die meisten Artstyles gewöhnt man sich relativ schnell. Also keine Ahnung, die Serie ist in Paint animiert oder so. Und in Paint gezeichnet. Ja, ich meine, wenn heute die Simpsons rauskommen würde, wüsste ich auch nicht, wie die Leute darauf reagieren. Die sind alles gelb. So gelbe, strange Typen. Glaubst du, dass der Film im Kino gut ankommen wird? Oder bleibt es eher so ein Nischending? Das ist halt FSK-12-Animation, schätze ich mal. Ich weiß nicht, welches momentan noch nicht, ob das von der FSK schon eingeschätzt wurde, aber es wird vermutlich auf FSK-12 hinauslaufen, so wie ich die Show kenne. Ich denke schon, dass die ein bisschen Hype generieren könnten, wenn zum Mai hin die Kinos wieder. Also, die könnten in einem Lucky Spot landen, wenn zum Mai hin die Corona-Maßnahmen größtenteils fallen und dann, halt die Leute in die Kinos strömen. Und dann die Filme, die natürlich da sind, zu dem Zeitpunkt schon natürlich angesteuert werden. Ich würde sagen, ist auf jeden Fall eine Serie, die jeder irgendwie schon mal mitbekommen hat. Selbst wenn man sie nie aktiv verfolgt hat, weil sie halt auf Comedy Central rauf und runter gelaufen ist, immer wieder. Mhm. Und dementsprechend, ich schätze schon, dass der Film relativ gute Chancen haben kann. Aber das ist halt jetzt aber ich kann es nicht so oder so predikten. Also für mich persönlich, den Vergleich habe ich ja schon öfter gezogen, aber für mich ist Bob's Burgers sind sozusagen die Simpsons unserer Generation. Weil, ich merke es ja selbst, ich review die Simpsons ja hobbymäßig high. Und die Simpsons werden wir, desto höher die Staffel zerkommt, desto abstruser und entwurzelter wirken sie. Sie sind so viel mehr weg von dem, was sie mal war sein sollten. Eine Familie, die relatable ist, wo du dir denkst, jeder hat solche Personen in seiner Familie. Und das, finde ich, macht Bob's Burger so nahbar. Weil das sind das sind alles unfassbar interessante Charaktere, die man auch so in der Realität auch finden kann. Ein überdrehtes Mittelkind, ein etwas obskurer Teenager, ein Mann mit Ambitionen und Träumen, das findet man. Und das finde ich, hat die Serie sich auch gut behalten, dieses Bodenständige, weil es sind keine großen, riesigen Abenteuer, es sind kleine Abenteuer irgendwo an der Küste von New Jersey. Die Simpsons sind irgendwann um die halbe Welt geflogen. Die Belchers, das Größte, was die gemacht haben, ist mal auf einem Kreuzfahrtschiff entführt zu werden. Es ist halt realer.
Es ist natürlich abgespaced und vor allen Dingen die Dialoge, finde ich, führen sie unfassbar nahbar, sage ich mal, an. Weil es ist interessant, vor allen Dingen, wenn man es im englischen O-Ton schaut. Ich habe die Serie, schaue die Serie in der Regel einmal auf Deutsch durch, dann schaue ich beim zweiten Mal meistens auf Englisch nochmal. Also bei Bob's Burger, wenn ich Folgen erneut gucke, schaue ich sie dann in O-Ton. Und da ist halt sehr viel improvisiert. Also die Serie profitiert sehr davon, dass die Darsteller sitzen alle im selben Raum. Also es nimmt nicht jeder seine Tonspur, sage ich mal, einzeln auf. Es sitzt nicht jeder einzeln in seiner Tonkabine, sondern die können miteinander interagieren, während sie reden. Und so schafft es halt auch viel improvisierter Stuff tatsächlich in die Serie rein, indem sie dann spontan um die Ecke kommen. Die Serie hat ein paar sehr talentierte Voice Actor und das stellt das ziemlich gut unter Beweis, das Beispiel, das ich gerade angebracht habe. Ja, das hört sich echt gut an. Also kann ich... Ich finde die Dialoge bisher auch sehr authentisch. Ah ja, das war das Wort, grade. Das ich vorhin gesucht habe, danke. Ja. gerade auch die Interaktion von den Kindern untereinander oder die Eltern zueinander. Das ist halt, wie du schon sagst, das ist nahbar. Da kann man sich mehr mit identifizieren. Als jetzt eine... Ja. Ein Bart, der mit jeder Scheiße durchkommt, wo man eigentlich schon lange im Knast für sitzen würde oder ähnliches. Ich habe noch nicht im Ansatz alle Folgen geguckt, deswegen kann ich natürlich nicht beurteilen, inwiefern abgefahren Bob's Burgers noch wird. Ja, wie gesagt, die Show behält sich eine gewisse Bodenständigkeit und die 10. Staffel war für mich so ein bisschen, hatte viele anstrengende Folgen, aber die Serie hat es tatsächlich geschafft, dann mit der 11. Staffel mit alter Stärke wieder zurückzukehren und das muss ich ihr zugutehalten. Weil wenn Serien normalerweise in so ein Loch abrutschen, dann rutschen sie nur immer weiter tiefer rein. Siehe Fairy Odd Parents, schau dir die Simpsons an, schau dir Family Guy an. Es wurde mit der Zeit nicht besser. Aber um auf den Kommentar hier nochmal kurz einzugehen, ich freue mich auch, dass das in 2D und nicht in 3D animiert ist, aber das wäre mit den Charakteren auch komisch. Also wenn du Serien hast, die Leute in 2D kennen und dann in 3D umsetzt, häufig schreckt es die Leute eher ab, als dass es sie ranzieht. Und es ist nicht so unwahrscheinlich, dass wir in Zukunft auch ein bisschen mehr 2D wieder in den Kinos sehen. Weil 3D war jetzt halt so eine lange Zeit das große, heftige Ding, aber man hat damit auch eigentlich gezeigt, was man kann. Also die neue 3D-Filme, die natürlich rauskommen, sehen immer hübscher und hübscher aus, aber inzwischen ist es halt auf einem konstanten Level. Ich meine, wenn du so die allerersten animierten Filme vergleichst, da war noch viel bei was sehr experimentell und neu wirkte, aber inzwischen ist alles eigentlich auf einem Standard angekommen. Das stimmt, da unterscheiden sich die großen Studios nicht mehr so deutlich voneinander. Genau. Ich habe. Deswegen ist es vielleicht interessant, nochmals über 2D ein bisschen mehr in die Bär zurückzuholen. Ich denke, das wird auch nochmal seinen Trend haben. Ich denke auf jeden nicht, Fall. Ist es komplett tot. Ich hoffe, Disney fährt auch nochmal den Film mit 2D-animierten Film. Ich weiß nicht, hast du Küss den Frosch noch gesehen? Nicht im Kino, aber ich kenne den Film. Da gibt es einen Alligator, der spielt Trompete. Genau, der ist ja auch von 2009 oder sowas. Es war. Also war der letzte Versuch von John Lasseter und Disney, ob 2D im Kino noch funktionieren kann. Und dann ist der Film leider nicht so gut angekommen und dann sind sie komplett auf 3D umgestiegen. Genau, darauf wollte ich auch hinaus. Echt schade, weil gerade die alten Disney-Filme, die haben so viel Charme und die haben auch auf der großen Leinwand gut funktioniert. Und da einfach mehr von diesem Artstyle zu erleben, ich meine, da kann man sich auch so austoben. Ja, es gibt ja auch so etwas, so nischigere 2D-Animationen gibt es ja viel. Oder so 2D-3D-Mix, zum Beispiel Klaus oder Flüstern des Meeres. Ab und zu kommt da noch was raus, aber ist meistens so irgendwo aus dem französischen Raum oder so. Mhm. Aber ich denke, irgendwann werden sie Revival feiern. Apropos Revival, ich denke, es wird Zeit, dass wir zum nächsten Thema übergehen. Und zwar, da ist ein Käfer. Wo kommt denn dieser... Ich weiß nicht, ob du das hörst, aber genau in dem Moment, wo ich zu Käfer gewechselt habe, ich glaube, jetzt spielt gerade echt die Snippy-Toad-Musik im Hintergrund. Also die von den beiden Fröschen, die ein Restaurant betreiben, in dem nur Fliegen rumhängen, nur Insekten. Ach so.
Das war gerade sehr weird. Auf jeden Fall, Pinocchio kommt zurück. Es ist das Jahr des Pinocchio. Es sind tatsächlich einige Pinocchio-related Shows geplant. Ja, ich habe es eben gesehen. Ich habe nach Pinocchio gegoogelt. Dann kam unter anderem der Teaser von Netflix. Aber auch ein Film, ja, der jetzt bald irgendwie rauskommt. Ah ja, den habe ich auch gesehen. Der Pinocchio sieht komisch aus. Den Trailer habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass es einen Trailer dazu gibt. Ja, und noch Pinocchio, A True Story. Ob das ein Film wird? Ja, Trailer 2022, noch ein Animationsfilm. Ja, ich sag doch, es ist viel Pinocchio-Stuff dieses Jahr. Das Werk, auf das wir uns jetzt ein bisschen konzentrieren wollen, ist die Umsetzung von ich bin nicht gut im Namen aussprechen, mach du das mal. Wie heißt der Regisseur? kann seinen Vornamen nicht aussprechen. Guillermo del Toro. Ja. Bitteschön. Das ist ein Franzose. Ich habe keine Ahnung. Guillermo sage ich immer, aber ich weiß nicht, ob man das so richtig ist. Ah ja, stimmt, der hat Shape of Water gemacht und Pan's Labyrinth, ich erinnere mich gerade wieder. Und Hellboy anscheinend und Pacific Rim. Ich lese hier nicht gerade die Google-Ergebnisse vor. Nee, das mache ich nicht. Ah ja, der hat mit Shape of Water ja einen Oscar eingeheimst, meine ich. Das war das mit der Lady, die auf den Fishboy stand. Shape of Water, das war doch voll der erfolgreiche Film, oder? Ja, war es auch. War's auch. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich Schön, dass wir darüber geredet haben. Aber er hat Mama gemacht. Ich habe Three Billboards Outside Edinburgh, Missouri geguckt in dem Jahr. Das war der Oscar-Film, den ich geschaut habe. Ja, war gut. Ich habe auch Green Book geguckt. Ich habe ein paar Oscar-Filme geguckt, aber Shape of Water wirkt irgendwie weird auf mich. Der hat 7 Oscars gewonnen, shit. Oder ist der nur 7-mal nominiert gewesen? Bin ich verwirrt. Wahrscheinlich nee, der hat 7 Golden Globes gewonnen. Ach was. Ja, aber das ist ja keine ernstzunehmende Auszeichnung, das ist ja kein Oscar. Hier, da gibt es eine schöne Szene in den Simpsons, wo Homer einen Grammy gewonnen hat und dann da steht und dann über sein Leben nachdenkt, dass er eigentlich gerade eher unglücklich ist und dann kommt ein Page an und gibt ihm seine Bestellung und er gibt ihm dann als Trinkgeld diesen Grammy und der ist dann so: Wow, eine echte Auszeichnung. Oh nein, warte, das ist doch ein Grammy und er wirft ihn weg. Oh no, wie sad. Ah, jetzt ist auch Staffel 5. Das ist in der Folge, das ist Homer und sein Barbershop-Quartett. Grandiose Folge. Golden Age, perfekt. Aber wir sollten mal über Pinocchio reden. Es ist Stop-Motion animiert. Was euch als Leute, die diesen Channel verfolgen, vielleicht sagen sollte, dass ich Interesse daran habe, weil ich bin Stop-Motion-Fan. Ich mag den Artstyle wirklich, den ganzen Aufwand, der dahinter steckt und wie großartig gruseligere Themen vor allen Dingen damit erzählt werden können. Und das ist ja auch das, was man über den Film hörte. Er soll in eine etwas düstere Richtung gehen. Und das passt bei Pinocchio ja auch, weil wir haben darüber schon mal im Stream diskutiert, aber Pinocchio ist ein sehr düsteres Basismaterial eigentlich. Wenn du verstehst, weil ich meine, bist du mit der Vorlage vertraut aus der italienischen Wochenzeitschrift? Nee, überhaupt nicht. Ich habe nur den Pinocchio-Film damals gesehen, die Disney-Umsetzung. Ja, die ist auch düster. Und natürlich... Bitte? Aber die ist auch teilweise sehr düster. Ja, die ist auch düster, das stimmt. Und dann kenne ich Pinocchio natürlich aus dem besten Spiel aller Zeiten, Kingdom Hearts. Ja, aber da mochte ich sein Level nicht, das war ein Monstro drin. Wo ich Monstro im Film sehr viel beeindruckend davon. Nee, aber sonst habe ich keine. Sonst habe ich keine Berührungen mit Pinocchio. Ich habe mir ein paar Videos, ich habe mir mal Video angeguckt über seine Messed Up Origin und die ist ziemlich abgefuckt. In der Originalversion bringt der Jiminy Cricket zum Beispiel direkt zu Anfang um. Der kommt dann später als Geist wieder. Was mir auffällt, dieser Jiminy, den wir hier vor uns haben, der hat sehr weiße, milchige Augen. Vielleicht ist das Geister-Jiminy, ich weiß nicht. Vielleicht bringt er den auch zu Anfang um. Und es kommt irgendwie, in der Originalversion wird Pinocchio irgendwie auch aus einem lebenden Stück Holz geschnitzt, das die ganze Zeit schreit, während Geppetto es bearbeitet. Also in der Disney-Version wird er erst... Ja, das hat schon echt crazy Vorlage. Also in der Disney-Version wird er erst belebt und nachdem er schon geschnitzt wurde, da kauft er ein lebendes Stück Holz und schnitzt das dann.
Und da gibt es auch irgendwie eine Todesfee, nicht die blaue Fee. Und die mit diesen, er gerät mit diesen beiden Scharlatan-Tieren, mit der Katze und dem Wolf auch härter aneinander. Ich glaube, der Katze reißt zwischendurch einmal ein Ohr ab oder so. Und das ist alles sehr viel brutaler, blutiger, abgefuckter. Aber die Eselszene ist relativ nah an der Disney-Fassung dran. Also, das ist der kleine Hermann und er wird seine Familie nie wiedersehen. Er wird bald nicht mehr sprechen können. Es ist so abgefuckt, holy. Ich bin gespannt, was der Film uns bietet. Der Teaser sagt ja echt noch nicht viel. Ich weiß gerade auch nicht, ob die schon einen Trailer angeteased haben oder ähnliches. Ich glaube nicht, ne? Die Vorlage generell von Märchen sind generell abgefuckt. Ist tatsächlich kein Märchen. Also ist mehr sowas wie eine Kurzgeschichte, die über mehrere Teile aufgeteilt wurde. So eine Fortsetzungsgeschichte war das. Ist halt relativ modern. Ist so aus dem, ich glaube, 1880 oder so müsste das sein. Das nennst du modern? Also verhältnismäßig, wenn du es mit dem Märchen aus von 1600 oder so vergleichst, die Brüder Grimm. Ja, gut. Und vor allen Dingen, als Disney den Film gemacht hat, war es noch verhältnismäßig modern. Da war es gerade mal, war die Geschichte gerade mal so 40, 50 Jahre alt. Ach, ist Pinocchio schon so alt von Disney? Ja, Pinocchio, die Version von Pinocchio ist noch älter, aber als Pinocchio, also als der Disney-Film rauskam, war die Geschichte so 40, 50 Jahre alt. Und heute ist sie natürlich über 100 Jahre alt. Aber ja, 1940 damals, kam die raus. Ja, aber die Pinocchio-Geschichte richtete sich ja ursprünglich an eine ältere Leserschaft eigentlich. Und dadurch, dass Disney den Stoff bearbeitet und daraus diese bekannte Fassung gemacht hat, dadurch wurde es halt erst sozusagen eine Kindergeschichte. Und dadurch kam es dann auch dazu, dass andere Studios den Stoff umgesetzt haben. Es gab ja zum Beispiel diese animierte Serie, die ich nie wirklich gesehen habe. Diesem Opening, dieses freches Püppchen, kleines Püppchen. Die habe ich auch gesehen, ja. Ich habe die nicht gesehen. Sie war cute. Aber die war halt nicht im Ansatz so düster. Der Pinocchio hat mich irgendwie abgeschreckt. Ich fand, der sah irgendwie so gruselig aus. Muss ich nochmal schauen, wie er aussah. Es ist ja auch eigentlich eine abgefuckte Geschichte, weil es geht um einen. Es geht ja eigentlich um eine Puppe, die zum Leben erwacht. Normalerweise, wenn in irgendwelchen Stoffen Puppen zum Leben erwachen, wird so ein Chucky-Ding draus, oder so ein Saw-Ding draus. Puppen sind gruselig. Oder du hast so Bauchredner-Puppen, die sind auch fucking gruselig. Die haben nie was Gutes im Sinne. Die sind irgendwie creepy. Ja, ich hatte vor kurzem diesen typischen Black Mirror-Traum, wo irgendwie, ich hatte einen Film gesehen, wo so Bauchredner-Puppen vorkamen. Jetzt nicht mal im gruseligen Sinne, aber ich hatte dann in der Nacht darauf diesen Traum von, du begegnest deinem Bauchrednerpuppe und dann sperrt sich plötzlich deine Seele in ihren Körper ein. Dann hängst du da drin irgendwie so fest. Es gibt da einen sehr düsteren Dreamworks-Film. Ich glaube, an den habe ich mich da im Traum auch ein bisschen dran erinnert, wo so eine Puppe, so ein Mädchen in den Laden geht, eine Puppe sieht, die genauso aussieht wie sie, die dann berührt und plötzlich bist du halt in der Ego-Perspektive und dieses Mädchen ist in der Puppe gefangen. Auf ewig. Das ist schon creepy. Das ist echt so creepy. Puppen haben ja, wie du schon gesagt hast, eh was Gruseliges an sich. Ja, hast du Toy Story 4 gesehen? Ja, klar. Ich hab Toy Story. Einer hört auf kein Kommando. Der deutsche Titel bitte, der ist bescheuert. Da waren diese Brauchrednerpuppen auch fucking gruselig. Ja, kam auch richtig unerwartet damals. Das habe ich schon häufiger mal erwähnt. Das ist der Uncanny Valley-Effekt. Weil das tritt bei Menschen auf, wenn etwas menschlich aussieht, aber nicht ganz menschlich ist. Deswegen finden wir Puppen gruselig, weil sie halt viele menschliche Züge haben. Aber unser Kopf weiß, es ist kein Mensch. Deswegen finden wir auch Schaufensterpuppen oder so gruselig. Oder Motion-Capture-Filme. Weil die Bewegungen der animierten Figuren sehr real sind, aber wir trotzdem erkennen, dass es keine echten Menschen sind. Sowas wie My Mom Needs Mars oder der Polarexpress. Das sind Beispiele für Motion-Capturing-Filme. Das ist halt diese Technik, wo die Bewegungen von Schauspielern direkt dann auf eine animierte Figur sozusagen übertragen werden. Aber du fandest jetzt nicht Polarexpress gruselig, oder? Aber die Bewegungen sind ein bisschen unnerving. Es ist mehr so ein unterbewusstes Ding. Aber du merkst, die Personen bewegen sich irgendwie ein bisschen seltsam, die animierten Figuren. Weißt du, was ich gruselig finde aus der heutigen Sicht, was ich gestern früher gerne geschaut habe? Was? Ist das Monster aus Versehen? Das ist so alte, super alte Animation oder so Fernsehanimation, so frühe 2000er, oder? Genau. Ja, klar, das ist nicht gut gealtert.
Das ist überhaupt nicht gut gealtert und das habe ich mir neulich nochmal angeschaut. Und das hat wirklich so einen richtig gruseligen Vibe. Weil das alles auch so richtig billig sich anfühlt. So wie verhältnismäßig wie der erste Toy Story Film, nur so 3000 Etappen schlechter. Ja. Ja, der Toro macht eigentlich in letzter Zeit gute Filme, da hast du recht, Kommentar. Wie gesagt, Shape of Water ist mit Sicherheit interessant, aber das Konzept ist, wenn du allein das Konzept ist, findest du es erstmal ein bisschen weird. Lady verliebt sich in Fischmann. Es klingt nur in der One Piece Fanfiction oder so. Oder Gegenteiltag bei Ariel oder sowas. Ja. Gegenteiltag bei Ariel war Ariel 2. Aber sie ein Mensch und wollte eine Meerjungfrau werden. Aber ja, der Teaser selbst verrät uns, wie du sagtest, echt noch nicht viel. Wir haben ja halt Jiminy und der erzählt uns, hey, ich will euch die Geschichte von Pinocchio erzählen. Aber man kriegt schon einen kleinen Einblick, wie der Stop-Motion-Artstyle aussehen wird. Schön detailliert, Kleinigkeiten im Hintergrund. Ich freue mich drauf und tatsächlich einige der ersten. Es gibt einen ganz berühmten Stop-Motion-Film aus den 1910er Jahren. Der tatsächlich da entstanden ist, indem der Künstler echte tote Käfer benutzt hat. Und die dann so ausgestattet hat, dass die ihre Gliedmaßen bewegen konnten und alles, was sehr zerbrechlich, sehr leicht kaputt zu machen waren, heißt The Cameraman. Und daran erinnert mich das ein bisschen, diese Käfergestalt. Mhm. Aber auch ein bisschen an die Kreaturen aus James und der Riesen für sich. Oh, sorry. Ja, alles gut. Da gibt es ja auch eine Menge riesiger Insekten. Ich weiß nicht, ob dir der Film was sagt. Wie genau heißt James der? James und der Riesenpfirsich. Der ist auch schon alt, oder? Der ist auch schon älter. Der wurde von Dings gemacht, von Henry Selick. Das ist der Regisseur von A Nightmare Before Christmas. Das das Genre wieder populär gemacht hat. Also, kenne ich tatsächlich nicht, aber... ein kleiner Junge auf einer Reise und da trifft er halt auch viele Käferwesen. Sie reisen in einem riesigen Pfirsich. Der Film ist etwas abgespaced. Aber auch alle charmant. Vermenschlicht, ne? Ja, das hat echt was von dem Pinocchio-Trailer. Ich finde schön, wir haben ein gutes Jahr für Stop-Motion. Wir kriegen auch noch die Henry Selick-Serie mit diesen beiden Dämonen in der Unterwelt. Wo es ja auch schon den ersten Teaser gab. Und, wie gesagt, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass irgendwann die Little Nightmares-Serie kommt. Stop-Motion-animierte Medialfall. Das wäre echt fantastisch. Das wäre richtig cool. Ich muss ja gestehen, ich bin nicht so der riesen Stop-Motion-Fan. Ich finde die Kunst dahinter super, super interessant und ich weiß es extrem wertzuschätzen. Der Aufwand. Der Aufwand, ja, das ist enorm. Sowas wie Pinocchio würde ich mir jetzt auf jeden Fall anschauen, weil mich die Geschichte und die Umsetzung da interessiert. Ich stehe jetzt gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ihr habt mich tatsächlich nie gefragt. Das ist ein Film, oder? Oder ist das eine Serie? Ist ein Film, oder? Ist ein Film, gut. Da haben wir nämlich gerade ein bisschen. Ich schau mal, ob Netflix irgendwelche Informationen. Ich habe mal auf Netflix gesehen. Ah, guck mal, das wissen wir, glaube ich, noch gar nicht. Wissen wir nicht? In a Stop-Motion Musical Adventure. Aber Musical klingt auch gut. Musical passt auch gut zu Stop-Motion. Kriegst du was Leckeres serviert. Genau, da ist schon die, der Cast steht auch schon in der Beschreibung. Christoph Waltz spricht mit. Ja, der großartiger Schauspieler. Ja, enorm. Ist eigentlich in allem dabei, was Dings macht. Wie heißt der? Gillermand de... Toro. Nee, ich meine nicht Toro, ich meine diesen anderen Regisseur. Der hat Dings gemacht, Django Unchained und Kill Bill 1 und den ganzen Kram. Sagt ihr das was? Wie hieß denn der nochmal? Kill Bill Volume 1, wer hat das gemacht? Regie. Quentin Tarantino, danke. Ah. Der spielt in vielen Quentin Tarantino-Filmen mit. Christoph Waltz. Da hat er vermutlich den Käfer gesprochen, oder? Da steht er. Da stehen vermutlich noch keine Rollen dran, oder? Doch, da stehen tatsächlich Rollen dran. Spielt er den Käfer?
Müsste ich auch mal gucken. Nee, Ewan McGregor. Ewan McGregor spricht Cricket. Ewan McGregor ist keine, ist kein Charakter. Quentin Tarantino. Nein, er ist Cricket. Also er spricht Cricket. Christoph Waltz. Nee, das weiß man noch nicht, wen Christoph Waltz spricht. Nur Jiminy Grillo wird von Ian McGregor gesprochen. David Bradley spricht Geppetto. Und Gregory Mann spricht Pinocchio. Ah, okay. Ich sehe ja auch gerade die Liste. Tilda Swinton, Ron Perlman, Tim Blake Nelson. Ach, guck mal, Netflix hat sogar selber reingeschrieben, coming to Netflix this December. Ah, wird ein Film im Dezember. Genauso ja. Wie der Mario Bros. Film. Ja, wird ein interessanter Mix werden. Total. Ich glaube auch, dass man sich den schön zur Weihnachtszeit angucken kann. Ja, denke ich auch. Aber ist dein Podcast-Partner ist, glaube ich, hier und grüßt dich. Hallo Fabian. Nee, das ist tatsächlich nicht mein Podcast-Partner. Das ist ein anderer Fabian. Aber Grüße gehen zurück. Ja, sei. Wir wechseln zum nächsten Thema. Wir reden über ein Videospiel. Und zwar, habe ich mich verklickt, da ist es. Lego Star Wars kommt wieder zurück und ich hab Bock drauf. Ich bin mit den Lego Star Wars Games aufgewachsen. Mit der kompletten Saga und Clone Wars. Hab irgendwie richtig hart gesuchtet, die 100% rausgeholt. Und das Spiel macht mich als Fan, als Lego Star Wars Fan, habe ich richtig Bock. Als Lego Star Wars Fan, aber auch allgemein als Star Wars Fan. Du hast den Trailer vermutlich auch gesehen, oder? Ich hab den kompletten Trailer gesehen, ja. Und es sieht insane aus. Das Spiel sollte eigentlich vor 2 Jahren, meine ich, schon rauskommen. Wurde immer wieder nach hinten verschoben. Und ich habe das Gefühl, es hat sich gelohnt. Sieht echt gut aus. Ich meine, sie hatten noch mal einen Teil rausgebracht zur Episode 7 nur. Ich habe den für die Wii U gehabt. Ich habe den relativ schnell abgebrochen, weil ich habe den echt nicht geführt. Und er war auch irgendwie super buggy und so. Der gilt auch nicht als guter Lego Star Wars Teil. Aber das sieht so aus, als hätte ich da richtig hart Bock drauf. Ah, es ist diese wunderschöne Lego-Grafik. Man hat ein bisschen was am Combat-System verändert, sehe ich. Man schießt jetzt anscheinend aus der so einer über die Third-Person-Perspektive, meine ich, heißt das, oder? So ein bisschen, ja, über, genau, die Schulter. Das habe ich auch schon im anderen gesehen. Ja, Lichtschwert immer noch Nahkampf. Und so wie ich das verstanden habe, soll das ja auch ein bisschen Open-World-mäßig sein, dass man zwischen den verschiedenen, dass man zu verschiedenen Planeten reisen kann. Ah, cool. Ja, die Planeten sind jetzt quasi so Oberwelten, ne? Nachtrag zu Pinocchio, weil ich es hier gerade im Chat lese, Christoph Waltz spricht anscheinend den Fuchs. Okay, interessant. Der wird also auch im Film sein. Und, Ich mag auch dieses Konzept, dass du selbst entscheiden kannst, mit welcher Trilogie du anfangen möchtest. Sodass du nicht bei Episode 1 anfangen musst. Du kannst auch einfach sagen, ja, ich fange mit Episode 4 an oder Episode 7. Wenn ich nicht weiß, warum man Letzteres machen sollte. Man sieht es gerade auf dem Bild, R2-D2 kann tatsächlich angreifen, was ich für eine coole Sache halte. Weil Droiden waren immer die Astromech und die Kommunikationsdroiden, die waren alle super schwach in den alten Star Wars Spielen und die waren eigentlich eher ein Klotz am Bein. Aber wenn die sich jetzt tatsächlich wehren können, ist das eine gute Änderung. Ich habe auch schon gesehen, dass C-3PO kann irgendwie sich von seinem Körper lostrennen und dann ist er sehr viel schneller unterwegs, wenn nur der Oberkörper irgendwo rumhüpft. Was ich auch für eine gute Möglichkeit halte, weil ich habe vor kurzem mal wieder ein bisschen Lego Star Wars 3 gespielt, also die Clone Wars Serie, und ist der langsam. Ich meine, in der kompletten Saga sind die schon langsam, aber in Clone Wars ist C-3PO ja noch langsamer. Generell, das Spiel sieht einfach aus wie ein... Ich finde, das Spiel sieht aus, als wenn es über sich selbst hinauswachsen würde, über die schon vorhandenen Lego-Spiele und nochmal so eine ganz neue Ära auch für die Lego-Spiele bedeuten würde, weil ich habe beispielsweise Lego Movie gespielt, also Lego Movie The Game heißt es ja, glaube ich, und Lego Indiana Jones und Harry Potter damals auch, aber auf dem DS, das war ja noch eine ganz alte Zeit. Harry Potter habe ich auch ein bisschen gespielt, die Switch-Version. Ah ja, cool. Die ersten 4 habe ich durch. Ja, die sind echt nice. Und ich finde, Lego Star Wars sieht hier aus wie so ein richtiges
in Anführungszeichen vollwertiges Videospiel, allerdings trotzdem noch in dem Lego Star Wars Gewand. Also es sieht halt nicht mehr so gekachelt aus, wie es vorher vielleicht der Fall war, dass man nur seine Passagen lang gegangen sind. Es sieht auch richtig open-worldig aus mit einem echt enorm tollen Detailgrad und so vielen Charakteren. Ich glaube, es sind ja über 300, oder? Ja, sie haben, ja, man kann Jabba spielen. Das ist schon heftig. Ja. Hat man in den Bildern mit Material noch nicht gesehen, aber es gibt eine Szene, wo Jabba einfach so durch die Gegend kriecht. Ich dachte mir so, lol, als ob. Das ist super. Ich möchte Jabba spielen. Das fand ich immer schade, dass man den in den alten Spielen nicht zocken konnte. Ja, das ist schon krass, dass man jetzt sogar Jabba spielen kann. Also werden die alte Geschichte halt ein bisschen mehr aufpoliert, plus halt das, was in den Sequels passiert ist, wo ich auch durchaus... Ich bin nicht der größte Fan der Sequels, aber Episode 7 ist ganz nett. Und als Spiel, denke ich, kann das trotzdem spaßig werden. Und ja, es super gibt viele haben es sich gibt doch Mumble-Modus. Den, es gibt Mumble-Modus. Genau, das wollte ich gerade fragen. Super viele haben sich ja den Mumble-Modus zurückgewünscht. Ich find's den gibt gut. Es wieder. Würdest du das Spiel denn mit dem, in dem Modus spielen? Ich würde es im Mumble-Modus spielen, ohne dass ich drüber nachdenken müsste. Ich habe ja, Episode 7 ein bisschen gespielt. So die ersten 3-4 Missionen. Und mir ist das Voice-Acting eher ein bisschen auf die Nerven gegangen, muss ich sagen. Weil das Charme von Lego-Spielen war halt, dass du gemerkt hast, was die Charaktere ausdrücken wollen, ohne dass sie es halt direkt sagen mussten. Glaubst du, die Dialoge sind in dem Modus denn dann auch kürzer? Weil in demselben Tempo wäre das ja schon eher nervig. Ich glaube, die sind allgemein nicht so lang. Ja, ich bin gespannt. Also, selbst ich als nicht der größte Star Wars-Fan Wie kannst bin du? Eigentlich... Tut mir leid. Ja, nee, täusch. Es hat großes Interesse geweckt. Allein halt wegen dem Detailgrad, wenn man sieht, wie die Charakter in der Wüste stehen, siehst du, wie der Sand zwischen den Lego-Gelenken kleben bleibt. Oh ja. Das ist so gut gemacht. Sieht so super aus. Es sieht alles so realistisch aus und Vermutlich ist das ganze Spiel auch wieder Multiplayer. Also, müsste es eigentlich. Die Spieler hatten immer einen Zwei-Spieler-Modus gehabt. Vielleicht auch ein Online-Zwei-Spieler-Modus würde ich mir cool vorstellen. Bin ich gerade nicht auf dem Laufenden, ob die den angekündigt haben. Aber ich meine doch schon. Ja? Ich meine auch, bin mir auch ich war nicht mir sicher. Auch unsicher. Ich meine, ich da irgendwas gehört zu haben, aber ich weiß nicht, ob es nur ein Gerücht war oder das tatsächlich bestätigt ist. Allein jetzt auch hier, wo du im Hintergrund diese Bilder da hängen siehst aus den Klonkriegzeiten. Sein Dad eigentlich hinten drauf ist. Es sind rote Sturmtruppen, gruselig. Es ist halt ein komplett neuer Ansatz für die Lego Games, halt ein modernerer. Und ich glaube, sie hätten kein besseres Spiel auswählen können, um diesen Ansatz der breiten Masse vorzustellen, als halt Lego Star Wars. Weil Lego Star Wars ist halt eigentlich deren stärkste Marke, würde ich sagen. Eigentlich ja deren einzige Marke noch. Sie haben auch die Lego Batman, also die DC-Sachen noch, aber sonst ja gar nichts mehr. DC und Marvel. Sie haben in den letzten Jahren sehr viel Superhelden-Stuff gemacht, deswegen hatte ich nicht das größte Interesse an den Spielen. So zu Wii-Zeit die Lego Marvel Super Heroes waren echt scheiße. Hab ich nicht gespielt. So zu Wii-Zeit waren sie sehr aktiv. Da haben sie auch sowas, so ein bisschen obskureren Stuff gemacht, wie Pirates of the Caribbean oder so. Was ich mir neulich geholt habe, weil ich ursprünglich ein Video zu Toy-to-Life-Geschichten machen wollte, war Lego Dimensions. Ich habe es nie wirklich gespielt. Ich habe mir die Wii U-Version geholt, die ist nicht gut. Genau, die habe ich auch. Und dann wollte ich mir ein paar Sets holen, die ich interessant fand, wie beispielsweise das Sonic-Set oder Back to the Future, Simpsons etc. So Franchises, mit denen ich auch was anfangen kann, aber die sind halt alle so unbezahlbar. Also nicht unbezahlbar, aber einfach im Verhältnis ich wollte in die Scooby-Doo-Welt rein und hab gesehen, wie teuer die Figuren sind. Das ist krass, ne? Ich mag Scooby. Die Powerpuff Girls, die kriegt man hinterhergeschmissen. Falls Interesse. Ja, keiner. Davon habe ich auch eine. Keiner wollte die haben. Ja. Der erste Teil der Lego Marvel Super Heroes war gut. Ja. Das stimmt. Ich fand, im Singleplayer waren die generell nicht so schlecht. Aber sobald du es im Multiplayer gespielt hast, war der Splitscreen einfach. Das war das Ende der
des Splitscreen-Modus. Also das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich hätte gern Lego Dimensions ohne das Dimensions-Portal. Ich hätte einfach gern so ein riesiges Crossover, ohne dass du dir so viele Figuren dazu kaufen musst, damit du es vernünftig spielen kannst. Dann spiel Lego Movie. Eins oder zwei. Da habe ich gar keine Lust drauf. Da sollen die Voice Actor super seltsam sein, habe ich gehört. Playmobil hat auch Scooby-Doo. Ja, das habe ich gesehen. Aber keiner will Playmobil. Das überzeugt mich nicht. Obwohl, Lego will man auch nicht mehr haben. Die sind ja arschteuer geworden. Ja, das stimmt. Aber Lego als Franchise ist auf jeden Fall in einem Spiel attraktiver. Und es gab ja sogar den Playmobil-Film, den niemand haben wollte. Bei den Teen Titans Set gibt es sogar eine ganze Folge von dieser neuen Serie. Die neue Titans-Serie, da hatte ich überhaupt kein Interesse dran. Was Apfelo vorhin geschrieben hat, Lego DC Super Villains soll echt gut sein. Davon habe ich auch gehört, dass das ein überragendes Lego-Spiel sein soll. Das habe ich sogar via PlayStation Plus, aber ich habe es noch gar nicht gespielt. Spricht Gronkh da auch den Joker? Weiß ich nicht. Ich habe ein paar Videos von so einem englischsprachigen Typen gemacht, der so ganz viele Videos über die Lego-Spiele macht. Und der hat das immer sehr positiv hervorgestellt. Ja, Incredibles Lego-Spiel habe ich auch gesehen, aber das habe ich auch nicht geführt. Keine Ahnung, ich konnte mir halt nicht vorstellen, dass die... Ich hatte irgendwie diese Vorstellung, dass sie das super in die Länge ziehen, einfach nur die Handlung von dem Film. Das fände ich halt ein bisschen wack eigentlich. Ja, schon. Weil so krass war die... So krass umfangreich ist die Handlung von dem Film eigentlich nicht. Es ist nice, aber nice einfach wegen dem Character-Editor. Da habe ich auch schon einen Charakter gesehen, hier im Star Wars-Trailer, der sehr danach aussah, als wer der in einem Character-Editor erstellt. Und Gronkh spricht den nicht, sondern den guten Joker-Sprecher. Ja, es ist der gute Joker-Sprecher, deine Frage wurde beantwortet. Ah ja, okay. Lego Star Wars. Ich habe auch gesehen, die Fahrzeugmissionen sind zurück. Ich hoffe, die sind ein bisschen spaßiger gestaltet, weil ich muss ehrlich sagen, in Dings hat mich das nicht wirklich überzeugt in der ganzen Saga. Da waren das irgendwie echt schwach, war in ihrem Vergleich halt echt schwach. Was ich mir zurückwünschen würde als Fan von Clone Wars ist eigentlich, ich hätte gern diesen Schlachtmodus eigentlich gern zurück. Weiß nicht, ob du den kennst. Nee, sag mal gerade nichts. Ja, das war so, in Clone Wars gab es so relativ taktische Sachen. Also wo du auf so einem Feld unterwegs warst und dann konntest du dort Einheiten bauen und die dann lotsen, um die anderen Einheiten anzugreifen und musstest halt so Punkte einnehmen. Das fand ich sehr unterhaltsam, das hatte seinen ganz eigenen Spielmodus gehabt. In der Collector's Edition von Lego Star Wars in der Skywalker Saga, da ist ja auch. Was ist da drin? Hier so eine Character Collection. Ich glaube, Character aus dem Solo-Film. Ich glaube, der junge Han Solo. Dann ist da auf jeden Fall Mandalorian und Grogu drin. Kriegst du den nur in der Collection? Die Charaktere? Es ist auf jeden Fall. Das ist ein bisschen shady, das gefällt mir in nicht. In der Collection. Ich will Grogu spielen, das ist wie ein kleiner Yoda. Natürlich Luke Skywalker mit dem Drink. Als echte Lego-Figur. Das ist natürlich geil für Sammler. Alien Undercover weiß, von welchem Modus ich rede. Ja, der war nice. Ich hoffe, aber die sehen hier auch interessanter aus, die Fahrzeugmission, weil du da ein bisschen. Es scheint allgemein offener zu sein. Man muss ja dazu bedenken, die letzten Lego Star Wars Spiele, außer jetzt halt Teil 7, über den keiner redet, kamen halt vor zwei Konsolengenerationen raus. Und inzwischen kann man so viel mehr machen. Fähigkeitsmäßig. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Spiele, die halt auch für die Wii optimiert sein mussten, dass sie da ein bisschen eingeschränkter waren von den Möglichkeiten. Aber allein die Optik, ich finde, das Spiel sieht so hübsch aus. Das ist wahrscheinlich nicht die Switch-Version, aber es sieht so gut aus. Das hast du ja vorhin auch schon gemeint. Diesen Nebeleffekten mit diesem Glanz von dem Stein, dieses Lego-Feeling. Ah, ich genieße das wirklich. So. Ja, extrem. Also es könnte auch quasi ein Stop-Motion-Film sein mit echten Lego-Figuren, weil es sieht schon verdammt gut aus. Ja, es sieht echt spaßig aus. Und es hat ja auch, ich weiß nicht, sind hier originale Sprecher dabei?
Ich weiß es nicht. Wir werden es ja vermutlich eh in der deutschen Tonspur bekommen. Ja, ich meine, kann man ja auch. Im besten Fall kann man das ja selbst aussuchen. Ich stelle es auf den Mumble-Modus. Mir ist es egal. Ich finde den Cast von den Star Wars-Filmen einfach so großartig. Da sind so gute Künstler dabei. Ja, klar, aber ich bin trotzdem für den Mumble-Modus. Ich bevorzuge die Klassiker. Vielleicht haben die Schauspieler ja den Mumble-Modus eingesprochen. Das wäre richtig gut. Ich hoffe, das ist der. Ich sehe halt, das wird das größte Lego Star Wars Spiel bisher werden. Das ist halt das Äquivalent zu der überteuerten Blu-ray Collection, die du für, keine Ahnung, 90 Euro Skywalker Saga, alle Filme. Das ist das Äquivalent dazu im Spielebereich. Und ich habe Lust drauf. Ich habe nach einer Zeit mal wieder Bock, in eine richtig geile Version der Lego Star Wars Welt einzutauchen. Ich habe auch Bock drauf und ich denke, das wird auch nochmal, gerade für Fans, nochmal so ein schönes Abrunden der Skywalker-Saga. Wer Bock hat, holt sich halt noch den Luke Skywalker mit der Bantamilch. Ja. Aber ich glaube, wenn, dann hole ich mir eh die Einfach nochmal Star Wars nacherleben. Ja, das wird großartig. Und damit kommen wir zum großen finalen Thema der heutigen Ausgabe. Und Hauptgrund, warum Salo dabei ist. Wir reden über die Cuphead-Serie. Wie ihr an der Musik im Hintergrund vermutlich schon bemerkt habt. Es wird großartig. Ich habe gehört, du bist sehr gehypt auf die Spiele. Auf die Serie. Ja, ich bin extrem gehypt auf die Serie. Es ist, glaube ich, der Cartoon, auf den ich am meisten gehypt bin bis jetzt. Kann ich nachvollziehen. Genau, also Seit Beginn, seitdem Cuphead draußen ist, ist es ja eigentlich schon logisch, dass da irgendwas kommen muss. Muss ich das kennen? Ja, Apfel, du musst Cuphead kennen. Cuphead ist ein Indie-Game aus dem Hause Studio MDHR, was 2017 erschienen ist und durch den alten, durch den Cartoon-Style angelehnt an die Fleischer-Comics oder auch alte Disney-Klassiker. Ist das Spiel halt super schnell, super in den Fokus von den Leuten gerutscht. Weil es geil aussieht. Und genau, weil es geil aussieht und dass es extrem schwer ist für die große Masse, kam dann natürlich erst im Nachhinein heraus. Durchgespielt. Bitte? Ich hab's nicht durchgespielt. Ich bin an King Dice gescheitert, das habe ich dir schon mal erzählt. Ich hoffe, du machst den Cartoon nicht aus, sobald King Dice kommt. Nee, sieht nach einem amüsanten Charakter aus. Der Charakter ist echt cool. Und der ist halt so edel und edgy und ich bin echt gespannt, was es damit auf sich haben wird. Und die Voice Actor, die bisher bekannt sind, und auch die Deutschen sind echt solide. Ich bin hyped. Ich bin richtig hyped. Ich nicht auf Deutsch. Ich habe den Trailer ein bisschen nur auf Englisch geschaut. Aber wir können ja ein bisschen analysieren. Wir sehen auf jeden Fall, das Ganze fing ja an mit dieser Weltkarte, die man gesehen hat, wo auch schon ein paar Bosse dabei waren, unter anderem der dreiköpfige Drache oder hänge zwei Monate bei Würfelboss. Ja, das ist King Dice, ist auch dämlich, ich mag den nicht. Ist das eine echte Tasse? Ich bin gerade verwirrt. Ich bin auch bei King Dice. Die scheitern alle bei King Dice, wegen dieser bescheuerten Phase mit den Karten am Ende. Dann müsst ihr einfach, ihr braucht die Rauchbombe. Dann seid ihr beim Dashen unbesiegbar. Oh, der Drache. Und bei der Super könnt ihr auch diese Tasse benutzen, dass ihr quasi unbesiegbar seid für die Zeit. Quasi das Äquivalent zu dem Stern von Mario. Entschuldigung, ich höre dir nicht zu. Ich genieße gerade die Anspielungen im Cartoon. So wie ich was ich an Story aus dem Trailer rausgefiltert habe, sieht es sehr danach aus, als würde es darauf hinauslaufen, dass Cuphead seine Seele verspielt auf diesem Jahrmarkt und dann halt von dem Teufel gejagt wird und halt seinen Untergebenen wie King Dice und den Bossen aus den Spielen. Ich rechne damit, dass jeder Boss aus dem Main-Spiel, vielleicht sogar ein paar von den DLC-Bossen, einmal in der Serie auftauchen werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass das stattfinden wird. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass noch mehr Bosse introduced werden, die es noch gar nicht gibt.
oder vielleicht auch Bosse angeteased werden, die jetzt erscheinen werden, von denen wir auch noch nichts wissen. Ja, ja, wir sagen schon, Trailer hat man ja auf jeden Fall. Achso, das meinst du, ja. Da kennen wir auch noch nicht alle. Genau, da kennen wir auch erst 4 oder 5. Also, was man im Trailer auf jeden Fall gesehen hat, die Frösche waren da, den Drachen hat man gesehen, ich glaube. Hat man, genau, Ribby und Crocs sind dabei. Ich glaube, man hat auch die Aquamarina, oder wie die heißt. Hat man die nicht auch am Anfang? Calamaria. Hat man, oder? Ja, genau, die schwimmt in der Anfangssequenz, wo es auf die Insel zoomt. Ja, und King Dice und der Teufel sind auch da. Genau, das Cuphead seine Seele auf dem... also verzockt ist ja auch die Lore quasi hinter Cuphead. Ja, der Trailer zu BSC Island ist super mit den Puppen, da hast du recht. Es war wieder auf den Kommentar reagiert, Entschuldigung. Man sieht ja auch ein paar von den hilfreichen Charakteren. Zum Beispiel scheint die Tassenlady ja eine größere Rolle zu spielen. Damit man auch schon ein bisschen mehr Bock hat, die auch im DLC zu spielen, denke ich. Ah ja, Miss Charlize. Ja, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, wie sie sich spielen lässt. Ich glaube, sie hat ja einen Dreiersprung. Das soll ja ihr Ding sein. Ja, jetzt nicht DLC, jetzt reden wir über die EU. Jetzt reden wir über den Cartoon. Das hier mit den Gemüse, das ist eine Anspielung, über die ich gestolpert bin. Die kenne ich bereits aus Over the Garden Wall. Ah, da. Und den Pirat sieht man auch schon bei der Karte zu Anfang. Genau. Und da sind auch die Islands, glaube ich, schon. Da ist die erste Insel, da ist die Stadt. Den Jahrmarkt sieht man nicht. Oder vielleicht habe ich ihn auch noch nicht gesehen. Auch richtig schlecht im Deutschen. Im Englischen sagen die halt Carn Evil, ne? Zu bösem Karneval oder bösem Jahrmarkt. Ja, Karneval. Im Deutschen ist es, da sagt er was ganz anderes, als es da steht. Also die haben den Schriftzug nicht angefasst. Ich hab... Das ist super sad. Karn böse. Wie gesagt, ich werde es eh zweisprachig schauen. Ich finde, mich hat allein der Teufel mit seiner Attitüde und Sprechweise, der hat mich schon neugierig gemacht. Das scheint so ein richtig klassisch überheblicher Schurke zu werden. Ich meine, das ist der Teufel. Und das ist erstaunlicherweise in vielen Serien... Gehört die Darstellung von Beelzebub zu den charmantesten und unterhaltsamsten Charakteren. Siehe den Roboter-Teufel aus Futurama oder den Teufel aus South Park. Sind ein paar, würde ich zu den meinen Lieblingscharakteren aus den jeweiligen Shows zählen. Und er scheint auch sehr charmant zu sein. Ich habe eine Szene gesehen, wo er mit King Dice telefoniert, während er in der Badewanne sitzt. Also nicht King Dice, Teufel. King Dice war sehr deprimiert, dass er hat sich mit Nummer 1 vorgestellt und er konnte ihn nicht zuordnen. Ja, aber King Dice. Die bekommen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Charakter. Die ganzen Bosse, die ganzen Figuren bekommen halt noch ein bisschen mehr Charakter dazu. Mehr als halt nur durch die Bosskämpfe vorher. Total. Also, einige Charaktere hat man ja auch mehr durch die Trailer mitbekommen. Beispielsweise gibt es ja den, ich weiß nicht, wie er heißt, dieser Apfel, der angebissene Apfel, der bei der, der Ankündigung für Cuphead für Mac dabei war. Da waren ja schon die ersten animierten Szenen tatsächlich. Ja, den Trailer kenne ich, diesen kleinen Short da. Genau. Schockiert ist, als er feststellt, dass sie einen Apfel essen. Ja, das ist so stark gemacht. Und die Ankündigung für die PS4-Version hast du wahrscheinlich auch damals gesehen, oder? Das Marionettenspiel. Ja, die kenne ich auch. Und dann gab es noch das eine, was in Stop-Motion animiert war. Die haben ein paar sehr nette Sachen gemacht. Arztzeittechnisch. MDA her hat ja immer irgendwie seinen Spaß dran. Ah, guck mal, das Schwein ist auch da. Es füllt einen Katalog auf, wo das Pferdchen drauf ist. Aus dem King Dice-Boss-Kampf. Ja, genau. Das. Anspielungen sind halt echt am Start. Da haben Leute schon sehr interessante Trailer-Analysen drüber gemacht. Ja. Klar, das Schwein, der Händler, ist ja auch aus den Wonderboy-Spielen 1:1 kopiert. Ich meine jetzt vom Cartoon auf die Serie. Man hat ja zum Beispiel auch diese eine Szene gesehen, wo der Teufel auftaucht und die irgendwie mit dieser Flammenbrunst da komplett einhüllt. Aber irgendwas scheint mit Cuphead's Seele passiert zu sein, seit in der Zeit, wo sie kurz den Körper verlassen hat. Irgendwie schützt ihm seine Seele vor den Angriffen. Ich kann mir vorstellen, dass das der Grund ist, warum der Teufel ihn nicht direkt selbst holt. Oder er hat halt vom alten Kettle die Supermilch bekommen. Dem alten Kettle haben sie auf jeden Fall mit der Rakete haben sie ihn ziemlich genervt im Trailer. Genau. Haben sein Haus einfach zerstört.
also von der Dynamik her scheint Cuphead irgendwie der abenteuerlustigere von den beiden zu sein und Mugman so mehr die Stimme der Vernunft, so wie ich das merke. Ja, und eher der Ängstliche, der Sachen eher durchdenkt, zurück, als nach vorne macht. Sachen eher durchdenkt, ja. Während Cuphead halt spontan handelt. Charakterdesigns sehen natürlich alle sehr gelungen aus. Es ist natürlich nicht dieser alte Cartoon-Artstyle, den kriegst du heute nur noch sehr schwer umgesetzt, und alte Cartoons sind komplett anders strukturiert und leben viel mehr durch Weirdness und Unvorhergesehenes. Während Cuphead halt die Serie mehr strukturiert und eine Serie zu verfolgen scheint. Mhm. Der Teufel hat auch einmal irgendwas mit Flammen gemacht, erinnere ich mich. Die haben beide irgendwas gemacht. Dann wurde er zu einem seltsamen Tintenfisch, der eine Anspielung war auf diesen einen verworfenen Boss aus den Spielen. Oh, King Dice stelle ich mir auch unterhaltsam vor. Die werden alle großartig. Der wirkt so Game-Host-mäßig. Ein bisschen wie der Radiodämon. Genau, der ist ja auch Leiter des Casinos. Und wahrscheinlich hat er da dann auch... Eine eigene Radiosendung hat er auch in der Welt. Irgendwie sowas, bestimmt. Ja, aber sie scheinen ja auch zwischendurch so ein bisschen andere Artsets mit reinzuwerfen. Hier beim Haus sieht man es, ja. Ist ja so ein bisschen mehr, das Haus und die Felder scheinen ja echt zu sein. Vielleicht experimentieren ja, sie auch Artsets-Technik schon. Ah ja, okay, jetzt sehe ich den Supermarkt, jetzt sehe ich den Freizeitpark, der ist daneben der Stadt. Ja, die Szene meinte ich mit dem mit der Flammenbrunst, seht ihr gleich. Ja, der macht's der Teufel eindeutig. Mugman hat Angst, der ist echt Luigi. Du siehst sogar, wenn du die Karte von oben siehst, dass es eigentlich eine gezeichnete Karte ist. Du siehst noch die quasi Linien zum Orientieren, auf welcher Koordinate du dich gerade befindest. Musst du gleich mal drauf achten. Oh, lol. Wenn es nochmal auftaucht, werde ich drauf achten. Die laufen nicht nach der festen Reihenfolge ab, die Bilder sind randomized. Ah ja, okay. Ja. Ich weiß nicht, ob du das Making-of von den Cuphead-Spielen gesehen hast. Nee. Jedenfalls haben die auch oft, beispielsweise beim Drachen, ist ja im Hintergrund ein Turm, der sich dreht. Und das ist tatsächlich auch ein echter Turm, den die abgefilmt haben und dann mit ins Spiel implementiert haben. Genau wie die Pyramiden von dem Pharao. Ah ja, dass da irgendwas mit diesen Models war, dass die sich so drehen, davon habe ich schon mal was gehört. Genau, demnach kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Tasse, wo der alte Kettle drin wohnt, auch eine echte sein könnte. Hm. Ich glaube auch, dass Studio MDHA da sehr, sehr stark mit involviert war. Das ist ja eine Netflix-Animation, also eine hauseigene. Ja. Das ist zumindest das, was ich eben rausgesucht habe bei der Recherche. Und ja, ich vertraue denen da. Da richtig enorm Lust drauf. Es scheint ja auch eine relativ große Serie zu werden. Ich habe gehört, 57 Folgen oder so. 57? Ja, ja. Das ist das, was ich gehört habe. Das ist jetzt wieder nur hören sagen. Weil ich habe aber auch irgendwie auf 3 Staffeln oder so aufgeteilt. Okay, ich wär hyped. Das kommt ja schon in 18 Tagen. Ne, Quatsch, am 18. In 9 Tagen. Ja, wir sind, heute ist der 9. und nochmal 9 Tage und wir sind da. Nehmen wir, dann kommt die Cuphead-Serie raus. Ich freue mich drauf. Wird vermutlich erstmal nur eine Staffel oder so sein, aber dann weiß man zumindest, wie es sein wird. Ich habe große Hoffnung. Ja, klar sieht's nach Disney aus apfellos. Es ist halt der alte Disney-Style auch zum Teil. Genau. Aber ja, wir sind optimistisch und damit würde ich sagen, das ist das, was gerade in der Cartoon-Welt abgeht. Fallt nicht von einem Berg, das tut weh. Man sieht sich. Tschüss.